In Dota 2 Matches kann man mit Hilfe von Roshan ein verloren geglaubtes Game noch rumreißen. Und das ist auch der Grund dafür, warum er so eine hohe Priorität hat. Aber wenn man als Team auch verhindern kann, dass die Gegner den Creep-Boss legen, kann das genauso viel wert sein. Deshalb ist es auch kein Wunder, dass sich viele ikonische Plays um das Roshan-Pit herum abgespielt haben. Gute Dota-Spieler wissen eben, wie wichtig Roshan ist. Egal ob Steals, Denies oder Baits. Wir zeigen euch diesmal die Top 10 Roshan-Plays in Dota 2. Platz 10. Starten wir mit einem Play von einem legendären Spieler, Sumail. Er ist nicht nur der jüngste Spieler, der ein Valve-Event gewinnen konnte, sondern auch der jüngste, der das TI 2015 gewonnen hat, als er gerade mal 16 Jahre alt war. Im dritten Match des 2017 Kiev Majors ist Sumail ins Rosh-Pit geblinkt und hat einen wahnsinnigen 5-Man Dreamcall getroffen, als das Team von SG gerade Roshan starten wollte. Damit hat er seine Gegner komplett auseinandergenommen und konnte sich die Aegis sichern. Platz 9. In Dota kann man, was Plays angeht, wirklich kreativ werden. Und genau das sehen wir hier im Finale der G1 Champions League Season 5. Alliance hat die gesamte Szene in Staunen versetzt, als sie diesen unglaublichen Level 1 Roshan-Kill geholt haben. Alle aus dem Team haben sofort ihren TP benutzt und Roshan gestartet, während ihre Gegner von DK gemütlich aus der Base gelaufen sind. Selbst wenn sie geahnt hätten, was da passiert, wären sie wahrscheinlich nicht einmal rechtzeitig angekommen. Damit hat einfach niemand gerechnet. Platz 8. Das nächste Play kommt von NoTideHunter, die für ihre Early Roshan Kills bekannt sind. Dieses Play ist im Grand Final bei der DreamHack Winter 2012 entstanden, als sich Admiral Bulldog für sein Team geopfert hat, damit es einen der größten Baits in Dota durchführen kann. Während er alleine am Roshan war, hat der Rest des Teams im Fog of War darauf gewartet, dass ihre Gegner von EG das Pit checken. EG hatte wahrscheinlich wirklich Angst, dass NoTideHunter gerade am Roshan war und dachte vermutlich, dass sie sich easy ein paar Kills holen könnten. Falsch gedacht. Die Trap hat 100%ig funktioniert und NoTideHunter konnte mit dieser Strategie zwei Gegner rauspicken. Platz 7. Beim nächsten Play ist S4 einfach aus dem Nichts aufgetaucht, als er ins Rosh-Pit gejumpt ist, um Adfinim zu überrumpeln und ihn die Aegis vor der Nase wegzuschnappen. Damit konnte er das Match für sein Team OG wieder rumdrehen, das eigentlich behind war. Aber obwohl Adfinim Roshan killen konnte, hat es ihnen ohne die Aegis auch nicht viel gebracht. S4 hat nach dieser Aktion sogar überlebt und OG konnte sich auch noch zwei Kills abholen. Platz 6. Was kann schon besser sein, als die Aegis zu klauen? Richtig, erst den Roshan-Kill securen und sich dann die Aegis schnappen. Das hat MMY mit einem richtig frechen Play nur mit Familias geschafft, als er im ersten Match des Lower Bracket Qualifiers beim Summit 4 China gegen CDE Xi Yang gespielt hat. Während seine Gegner mit Roshan beschäftigt waren, hat er seine zwei Familias ins Pit geschickt. Einer von ihnen hat das Team gestunt, kurz bevor Rosh down war, und mit dem anderen konnte er sich dann den Kill holen. Dafür musste er nicht einmal selbst im Pit sein. Platz 5. Wenn ihr diesen Roshan-Fight noch nicht kennt, schaut genau hin, denn Liquid-Spieler GH hat es mit einem Godlike-Play geschafft zu verhindern, dass sich Team Secrets Puppy und Kezu die Aegis schnappen. Es ist beim TI7 passiert und Liquid hatte gerade Roshan gestartet, aber Secret wollte ihn seinen Gegnern nicht einfach so überlassen. Puppy hat den richtigen Moment abgewartet und konnte zwar den Roshan-Kill klauen, aber wurde sofort danach gestunt und weggeburstet. Dank seines Blinding Lights hat GH die Aegis für sein Team secured. Platz 4. Es kann riskant sein, ins Roshan-Pit zu jumpen, wenn das gegnerische Team gerade versucht, den Boss zu legen. Aber mit ein wenig Glück kann es sich auch extrem lohnen und EGs Spieler Crit hat es genau darauf ankommen lassen. Sein Team hat gegen Complexity gespielt und dank des Orbs hat er Vision auf Roshan bekommen. Der war schon fast down, also ist Crit ins Pit geblinkt, hat den Roshan-Kill geklaut und auch noch die Aegis bekommen. Als wäre das noch nicht genug, konnte er auch noch einen seiner Gegner killen, bevor er schließlich selbst für diese Aktion ins Gras beißen musste. Platz
Platz 3. In Dota kann man auf viele verschiedene Arten epische Plays machen und Abe zeigt uns hier bei der Dream League Season 8 gegen Mineski, dass er sein Team Fnatic auch komplett alleine carryen kann. Abe ist ins Pit geblinkt und konnte als Queen of Pain mit seiner Sonic Wave nicht nur Roshan klauen und sich die Aegis schnappen, sondern auch noch einen Triple Kill machen. Seine Gegner konnten nichts dagegen tun und nur dabei zusehen. Mit diesem gewonnenen Teamfight hat er eigentlich schon das ganze Game für sein Team rumgerissen. Shiva's guard giving vision. He jumps right in. Sonic wave. He gets the Aegis. Buyback on Mushi as well. Oh my god. Platz 2. Eins der legendärsten Plays in Dota 2 war der sogenannte 6 Million Dollar Echo Slam. CDECs Spieler haben sich alle im Roshan Pit versammelt, also sind EGs PPD und Universe mit einer Ancient Apparition Earthshaker Combo ins Pit gelaufen und haben ihre Gegner damit komplett vernichtet. Nur noch ein Spieler von CDEC war übrig, der sich gerade so noch retten konnte. EG hat sich dann Roshan geholt und mit diesem Play war das Match eigentlich schon vorbei. Aus diesem Grund sollte man die Wombo Combo seiner Gegner immer im Auge behalten. Platz 1. Unsere Nummer 1 der besten Roshan-Plays geht an Afu und sein ikonisches Play Thief in the Night. Im Upper Bracket des TI7 hat er mit seinem Team LDG Forever Young gegen Virtus Pro gespielt. Es kam zu einem Moment, in dem Virtus Pro unbedingt Roshan machen wollten, weil sie die Aegis gebraucht haben, um dieses nervenaufreibende Match zu beenden. LDG wusste das und ist für einen Steal gegangen. Im Roshan-Pit kann man keine Wards stellen und die einzige Möglichkeit, Vision drauf zu bekommen, ist, indem man selbst oder ein Verbündeter dort ist. Afu hat es blind geschafft, rechtzeitig im Pit aufzutauchen und einen wahnsinnigen Steal hinzulegen. So etwas ist schon fast unmöglich, aber ihm ist es sogar beim größten Dota-Turnier gelungen. Und das war's schon wieder von uns. Welches Roshan-Play fandet ihr am besten? Schreibt's in die Kommentare. Wir freuen uns wie immer über einen Like und vergesst nicht, den Channel zu abonnieren, dann verpasst ihr nichts von uns. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.